So, ahoi meine Lieben, Sidcast hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge XCOM 2. So, neue Aufnahme, muss schnell mal noch ein, zwei Folgen machen heute. Was waren jetzt meine Aufgaben? Habe ich irgendwo ein Avatar-Projekt? Nein, ich wollte jetzt erstmal hier die restlichen Kontakte fertig machen. Das heißt, hier den Kontakt herstellen. Hier den Kontakt herstellen. Und dann müssen wir in Afrika noch zwei Funkrelais bauen. Na dann los. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Na toll, ein scheiß Flammenwerfer haben wir gebaut. Einsatzbereit. Zeig mal her. Jawohl. Wir haben jetzt wieder 11-mal Energie frei und könnten jetzt hier die Kommunikationszentrale verbessern. Brauchen wir das? Ja, müssen wir. Genau, so war das. Verbessern. Jo. Widerstand, Kommunikationseinrichtung verbessert. Und damit haben wir jetzt 16 Kontakte und dann sollte das reichen. So, na dann mal los. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. So, Einrichtungshinweis. Ach ja, kriegen wir jetzt noch eine Einrichtung freigeschalten? Commander? Erst müssen wir eine neue Forschung machen. Was sollen wir denn neu forschen? Psionik, Advent Datenpad, Alien-Speicher. Dann nehmen wir erstmal das hier, das geht wir schnell, ne? Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Jawohl. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, dann haben wir jetzt wieder Ziele. Was können wir denn machen? Wir können hier einen Ingenieur bekommen und verhindern, dass die Aliens ein Chrysalin in jedem Einsatz aufs Feld bringen. Hier gibt es einen Wissenschaftler. Und das verdeckte Ereignis wird behindert. Und hier gibt es einen Scharfschützen. Informant reduziert die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Das ist interessant auf jeden Fall. Und einen neuen Wissenschaftler, dann forschen wir nochmal schneller. Erlange Gegenstand vom Adventzug. Was ist das hier? Beschütze das Gerät. Beschütze da. Alter, wir müssen das Gerät beschützen. Ich meine, verdecktes Ereignis. Es kann auch wieder so ein Scheiß sein mit, die gewinnen 2 Punkte beim Advent-Projekt. Ist beides sehr interessant. Ja, was nehmen wir? Den Scharfschützen? Nee, komm, hier, wir nehmen den Wissenschaftler. Los, auf geht's. Setze Kurs auf Chile. So, Champion, Colonel, Captain. Das heißt, dich müssten wir auch noch befördern. Würde los. Dann los, ab mit der Mannschaft. Auf geht's. Skyranger. Grünes Licht für Teameinsatz. Na klar. Hauptsache dazu beschützen. Ja. Hat ein Gerät improvisiert, das die über einen Zugangspunkt zum Advent-Netzwerk laufenden Daten abfängt. Die Daten sind offenbar kritisch für die jüngste Operation der Aliens und sie sind unterwegs, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das zu verhindern. Schalten Sie alle Feinde vor Ort aus, sichern Sie das Gebiet und beschützen Sie das Gerät. Ja, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, es ist nicht so weit weg. Naja, wollen wir mal gucken. Wir haben ja hier eine gute Truppe.
Und wir sind verborgen. Feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Na dann mal los. So. Wo kommst du hoch? Da kommst du hoch. Den Sniper stellen wir hier vorne hin. So, wo lang gehst du? Hier gehst du lang. Dann läufst du erstmal einmal bis da. Okay, alles gut. Und nach da. Und alle anderen gehen hier am Boden entlang. Das heißt, erstmal nach da. Du siehst... Achso, du siehst hier was zum Hacken. Na, dann schauen wir mal. Zwei Runden lang Truppsicht. 100% Chance. Mal los, dann nehmen wir das mit. Obwohl das auch albern ist in dieser Runde, weil wir sind hier noch verdeckt. Das ist wir sind durch. Mit einem Unterstützer sowieso jetzt nicht so stark. Aber wir haben erfolgreich gehackt. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. So, du gehst mal bitte erstmal nur bis zur Ecke gucken. Wieder niemanden in die Arme laufen. Und es sieht ruhig aus erstmal. Oh, da werden wir gesehen. Achso, weil wir dann die Scheibe zerstören, wenn wir da lang rennen. Dann laufen wir dorthin. Okay, alles ruhig. Dann bitte volle Pulle hinterher. Und du gehst bitte dorthin. Los geht's. Lade mich ein. So, wir haben bei den Aliens, hören wir auch, dass die einen Sektopoden dabei haben. So kommen wir erstmal da angucken. Noch alles ruhig. Gut, dann dahin. Begebe mich zur Zielposition. Immer noch alles ruhig. Wo müssen wir hin? Da. Da ist das Gerät. Dann dorthin. Bin schon unterwegs. Begebe mich zu dieser Position. Geh mal dahin. Hier ist ein feindlicher Trupp. Okay, endlich haben wir hier ein paar Gegner aufgedeckt. So, Hook, wo stellen wir dich hin? Bis dahin können die gucken. Hier schön Taubenabwehr auf dem Werbeschild. Sehr gut. Und was für eine Taubenabwehr, Alter. Ja, geh mal dahin. Claymore, du kommst dahin. Bin schon dabei. Templar, du gehst mal dort in Deckung. Und dann geht hier alle mal auf Feuer. Oh shit! Oh shit! Sie haben uns entdeckt! Oh shit! Wo kommen die denn plötzlich her? Das ist natürlich scheiße. Von der Rüstung abgeprallt. Stehe unter Beschuss! Scheiße. Gott sei Dank. Sehr gut. Ziel neutralisiert. Ah, jetzt kommen die natürlich auch noch. Scheiße. Aber aus deren Richtung stehen wir eigentlich ganz gut gedeckt da. Wie darf der nochmal? So, was machen wir mit dir? Du hast erstmal blitzschnelle Hände.
Das ist erstmal der wichtigste Gegner, aber auf den können alle vernünftig schießen. Dann komm, gib dem mal 66%, dann nimm den. Alter Schwede, nicht schlecht. Panzerung getroffen. So, die Frage ist, machen wir wieder Serie mit ihr? Das gucken wir uns gleich an. Kraut. Du könntest auf den erstmal schießen mit 91%. Nee, warte mal. Erst schwere Waffen, damit wir hier die Rüstung wegballern. So, dann halt. Obwohl, warte mal, Sniper? Jetzt können wir Serie für dich anklicken. Gibt es noch mehr? Ich hoffe, den jetzt zu bekämpfen zählt dann auch. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ja. Das war echt gut. Ja. Jawohl, es zählt. Sehr gut. So, Moment. Dann nimmst du den erstmal raus. Nicht schlecht. Ja. Dann 8 bis 10. 1, 2, 3, 4. Das könnte sein, dass du den nicht schaffst. Dann warte mal bitte noch. So, was mache ich mit dir? Du rückst mal bitte einen vor. Und gibst auf den nochmal Feuer. So, jetzt machst du den fertig. Habt ihr das gesehen? So, dann Serie triggert wieder. Dann kannst du kostenlos nachladen. Nachgeladen. So, dann müssen wir ihn da noch ein bisschen bekämpfen. Ach, dich können wir einfach mal vorschicken. Bewegung wird ausgeführt. Du bist ja hier unser Tank. Und gibst da mal Feuer drauf. Munitionsmenge kritisch. Dann kannst du ihn fertig machen. Jawohl. Das war echt gut. Dann hast immer noch beide Punkte hier. So. Du kommst dann mal hier hinter hoch. Begebe mich zu dieser Position. Templer. Stimme dorthin. Ja, dann könnt ihr alle auf Feuerschutz gehen. Bin dabei. Bestätigt. Überwachung ein. Jetzt haben wir 4 Runden, bis Serie wieder frei ist. Wir gehen erstmal vorne vor. Wir sollten hier vielleicht ein Loch reinschießen mal in die Wand. Mach mal. Irgendwo ist hier nämlich noch... Mach mal bitte. Wenn da einer drin ist, damit unser Sniper da Sicht drauf hat. So, im Moment sieht's gut aus. Okay. Du kommst mal bitte. Ne, wir gehen erstmal vorne vor. Achso, Ruck hat gerade geschossen. Claymore. Geh mal dorthin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Irgendwas zu sehen? Nee. Bin dabei. Ah,
Alpha, vielleicht sollten wir unserem Sniper auch mal langsam eine Rüstung anziehen, hier mit Kletterhaken irgendwie. Dann hätte ich sie jetzt vielleicht nämlich von hier einfach hier rüberziehen können irgendwo. Jetzt müssen wir zu Fuß laufen. Die Frage ist, macht das Sinn? Wir gehen erstmal dorthin. Bin schon dabei. Jawohl. So, du kommst dorthin. Bewegung, Bewegung! Und du gehst mal dahin. Okay, ich gehe. So, und alle, die jetzt noch Punkte übrig haben, gehen auf Feuerschutz. Feuerschutz. Nee, du bitte nicht. Kraut auch nicht. Halt. Okay, du gehst mal bitte vor. Geh mal dorthin. Bin auf dem Weg. Erfasstes Ziel in Sichtweite. Ja. Minus 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Frage ist, wo ist dieser Sektopode? Der kann natürlich auch hier hinter sich irgendwo verstecken. Aber wir gehen langsam vor. Nähere mich der Zielposition. Wir haben keinen Rundencounter, wir können das ganz in Ruhe machen. Rücke vor! Schon unterwegs. Was ist da drüben? Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Sniper? Ich hätte gesagt, wir gehen hier alle rein und gucken mal, dass wir hier durch die Scheiben gucken können. Dann kommst du mal dorthin. Natürlich. Und Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Ich habe da etwas. Mhm. Okay. Aha, jetzt haben wir sie. Oh, Treffer. So, was ist mit euch? Los, kommt. Advent in der Nähe. Jawohl, Treffer. Läuft gerade, wa? Ja, ich hätte es nicht beschreien sollen. Ich muss mich zusammenreißen. Okay, 100%. Dann los, hau weg. Na, was sagt ihr dazu? Das sieht wertvoll aus. Okay. Dann bräuchten wir jemanden hier mit Sturm und Schuss. Nee, nachladen. Halt, Sturm und Schuss. Ranger. Spark, du musst auf jeden Fall nachladen. Nachladen. Du kannst Sturm und Schuss. Kommst grad so rein. Na dann los. Bereite Abschuss vor. In Ordnung. So, einmal einladen. Einsammeln meine ich. Zielpaket lokalisiert. Und los. Ziel eliminiert. So, war's das? Minus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr gut. Wird denn jetzt auch aufgedeckt, was das geheime düstere Ereignis war? Schauen wir mal. Was ist denn jetzt los? Ist es abgestürzt oder geht's weiter? Okay. Prozent Trefferquote, also zählen hier Reflexschüsse, wie heißt das, Feuerschutzschüsse da nicht rein oder was? Oder zählt es als Treffer, wenn du Schaden machst?
Und jetzt ist er abgestürzt. Ach, leck mich doch in die Fresse, geschissen. Gut, die Folge ist auch um. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.